Hallo und zurück zu einem neuen Vlog aus Japan. Ja, wir sind jetzt gerade in Tokio, jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Und ich dachte mir, ich schnappe mir jetzt auch mal die Vlog-Kamera und versuche euch so ein bisschen bei dieser Zeit mitzunehmen. Wir haben schon die letzten Tage einfach so coole Dinge erlebt. Falls ihr da mir noch nicht auf Instagram oder TikTok folgt, schaut da gerne vorbei. Da habe ich auch so kleine Mini-Vlogs hochgeladen, wo ich euch so ein bisschen mitgenommen habe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mit diesem Vlog schaffe, weil es ist immer so ein bisschen schwierig, dann für zwei Vlogs irgendwie parallel zu filmen. Aber ich weiß ja auch, dass nicht alle zum Beispiel Instagram und TikTok haben. Deswegen, ja, möchte ich euch gerne hier einfach auch so einen kleinen Thomas hier auf jeden Fall auch einen kleinen Einblick geben und versuche einfach so ein bisschen zu vloggen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Übrigens, ich bin immer diejenige, die hier auf die Männer wartet, dass wir endlich los können. Will ich mal nur so sagen. Okay, first stop. Das letzte noch bekommen, yes. Leute, falls ihr mal irgendwie ein 7-Eleven findet, wo es diese Egg Salad Sandwiches gibt, dann müsst ihr die auf jeden Fall ausprobieren. Die schmecken so gut und ich finde, die Sandwiches hier sind auch von der Qualität irgendwie so viel besser als in Deutschland. Also ganz oft bei diesen verpackten Sandwiches hat man, finde ich, in Deutschland so das Gefühl, die sind halt schon so ein bisschen eingeweicht oder wappig, und hier schmecken die irgendwie so krass frisch. Ich weiß auch gar nicht genau, wie die das hinkriegen. Falls ihr es wisst, schreibt mir das, aber die sind einfach so richtig fluffig und fresh und das ist einfach nur geil. Mmh. Yeah. Ich habe einige Videos gesehen, da wurde erzählt, dass hier wohl nicht so angesehen ist, wenn man beim Gehen ist. Deswegen haben wir uns jetzt hier kurz hingesetzt und genießen unsere Sandwiches. Und wir probieren jetzt hier noch so ein Onigiri. Das einzig Vegetarische ist mit Pickled Plum, also Pflaume, ne? Pflaume. Ich bin gespannt. Ich glaube, so generell würde mir halt dieses Tuna-Mayonnaise-Onigiri sehr, sehr gut schmecken. Aber ich esse ja auch kein Thunfisch mehr, deswegen... Hä? Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, öffnet man das vielleicht anders oder wickelt man das selber? Nee, warte mal, du musst es da aufreißen, oder? Ja, und dann ziehst du das so raus. Wie? Du ziehst sozusagen die ganze Folie raus und das stülpt sich dann so raus, weißt du? Du ziehst jetzt so nach oben, du hältst es sozusagen ganz fest. Verstehe ich nicht. So, und jetzt kann man das so, so. Ich hab's verkackt. Wir haben's ja noch gerettet. Wir. Reis, nur Reis und Seaweed. Du musst da zu der Füllung durchkommen. War es schon Füllung? Wir haben auch keine Füllung. Doch, da. War das eine Füllung? Mhm. Was säuerliches. Ich glaube, wenn das eine andere Füllung wäre, dann finde ich das richtig geil. Also was mit Mayonnaise und vielleicht Avocado oder Gurke oder so, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen. Ich drehe heute übrigens ein Was kostet ein Tag in Tokio Mini-Vlog. Also falls euch sowas interessiert, schaut gerne mal auf Instagram oder TikTok vorbei. Da könnt ihr dann auch sehen, wie viel wir so ungefähr für die einzelnen Sachen bezahlen. Übrigens, ganz unerwartet, ist das Leben hier in Tokio deutlich günstiger, als ich gedacht habe. Also es ist jetzt nicht krass günstig, aber ich würde sagen, also was Essen und so weiter angeht, deutlich günstiger als in Deutschland. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es richtig teuer hier alles ist. Ja, ich glaube, viele verbinden das halt so mit Japan, dass halt alles teuer ist. Aber im Grunde ist hauptsächlich die Anreise sehr teuer, also die Flüge. Und die Unterkünfte sind jetzt nicht mega günstig, aber sind auch okay. Es kommt halt auch immer auf den eigenen Anspruch an. Also man kann auf jeden Fall auch was sehr Günstiges hier finden. Okay, Leute, wir sitzen schon wieder. Das hat sich eigentlich nicht so wirklich was verändert. Vor allem, wir haben uns wieder was zu essen geholt. Ihr fragt euch jetzt, hä? Was haben die sich geholt? Fragezeichen. Wir waren bei so einem gehypten Donutladen hier. Ein Donut heißt der. So sehen die aus. Wir haben uns jetzt mit den Donuts auf dem Weg zum Yoyogi Park gemacht. Schau mal, hier sieht es schon
richtig schön aus. Und da vorne geht es dann zum Park und da chillen wir uns jetzt mit den Donuts dann hin. Übrigens immer, wenn ich hier irgendwie so Schilder sehe oder mich frage, was etwas bedeutet, nutze ich immer die Google-App. Das ist nämlich echt praktisch. Die hat nämlich diese Übersetzen-Funktion und da kann man dann direkt schauen, was da drin steht. Im Park ist keine Musik erlaubt. Spielen von Musikinstrumenten. Gut zu wissen, unsere Boombox haben wir ja zu Hause gelassen. Schaut mal, hier wäre eigentlich so eine Kirschblütenallee, aber wir haben hier leider nicht die passende Saison. Sonst, wow, das würde schon so schön aussehen. Okay, der Taste-Test. Was haben wir zuerst? Was war das nochmal? Classic, ja, oder? Ja, der klassische, das ist sauer mit Zuckerguss. Okay, ich glaube, ich mag klassisch am liebsten. Was bedeutet mm? So richtig weich. Boah. Wir haben auch gestern hier diese Japanese Fluffy Pancakes probiert. Die sind ja auch bekannt für diese richtig dicken, fluffigen Pancakes. Und Leute, das ist echt, als würde man Luft essen. So fluffig war das. Und die haben hier einfach so eine krasse Technik. Das ist einfach viel, es ist nochmal luftiger als so ein Donut, den, wie wir den kennen, ne? Das ist richtig luftig. Wählen wir den nächsten. Was ist das für einer? Mit Kakao? Das war Schoko. Diese Schoko-Glasur ist richtig nice. Und? Lecker. Okay, das hier war Zitrone, oder? Ja, das erste war klassisch und das da ist Zitrone. Ah, okay. Das ist der dritte. Sehr zitronig. Boah, die sind so fluffig. Krass. Schon nice. Wie viele Punkte geben wir dem Ganzen? Von wie viel? Von 10. 8,5 von 10, wenn man auf so süße Sachen steht. Also ich glaube, ich würde sogar eine 9 von 10 geben und ich gebe nur einen Punkt Abzug, weil man halt ein bisschen anstehen muss. Aber auch vom Preis, Leistung, also vom Preis ist echt voll okay. Ich glaube, jetzt hat ein Donut so 3 Euro gekostet. 2. Hä? Wir haben 6 Euro bezahlt. Krass. Ein Donut, 2 Euro, was für so einen gehypten Laden. Also bei uns würde sowas locker 4 bis 5 Euro kosten. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Also der Yoyogi Park, wirklich sehr, sehr schön. Wie krass muss es hier dann einfach im Frühling aussehen, wenn hier alles so extrem blüht, wenn die Kirschblüten blühen, wenn generell alle Bäume voll sind. Ich glaube, das ist ein Traum. Schaut mal, hier blüht sogar noch ein bisschen was. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich habe die auch noch nie in so einem krassen Pink gesehen. Das kommt auf der Kamera gar nicht rüber, aber es sieht so schön aus. Also entweder hat die Übersetzungs-App das komplett falsch gedeutet mit dem, hier darf man keine Instrumente spielen, aber wir haben jetzt schon 4 Personen entdeckt, die hier Instrumente spielen. Unter anderem auch da Gitarre. Da hinten spielt jemand Gitarre, da vorne spielt jemand Saxophon. Also am Anfang hat er eine Geige gespielt. Also. Ich kann auch singen. Soll ich singen? Ja. Ich kann nicht singen. Wir machen gerade noch einen kleinen Stopp in der Wohnung. Ich habe mir was Wärmeres angezogen, weil heute ist nämlich so ein bisschen frischer als die letzten Tage. Da hatten wir immer so 30 Grad und es war wirklich sehr heiß und schwül. Heute ist nicht ganz so warm, vor allem so in den ganzen Restaurants und Bars ist halt immer so klimatisiert, dass es immer richtig kalt ist. Und jetzt machen wir uns kurz fertig und gehen dann wieder, also wahrscheinlich fahren wir wieder nach Shibuya, weil da auch gerade die anderen sind und eventuell treffen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier überhaupt erzählt hatte, aber wir sind ja nicht alleine hier in Japan, weil der Anlass, warum wir überhaupt hier sind, ist nicht nur, weil wir unbedingt, also wollten natürlich auch unbedingt mal Japan gemeinsam erkunden, aber so richtig der Anlass war eigentlich die Hochzeit von Freunden, die eben, also die haben dieses Jahr schon in Deutschland geheiratet und haben dann jetzt bald ihre japanische Hochzeitszeremonie, auf die wir auch eingeladen sind. Und deswegen sind wir hier eben auch noch mit ein paar anderen Freunden. Und das ist richtig cool. Gestern hatten wir dann so den ersten Abend so mit allen zusammen. Wir waren dann insgesamt auch irgendwie 24 Leute, weil dann auch noch ein paar Freunde hier aus Tokio mit dabei waren von Kevin und Alyssa. Und dann waren wir erstmal Hotpot essen. Und danach waren wir noch in einer Karaoke-Bar und es war einfach so ein witziger Abend und irgendwie ist es halt so cool, so eine krasse Stadt mit Freunden zu erleben und einfach was Besonderes, weil wir sind jetzt auch nicht die ganze Zeit beisammen, also wir machen dann auch getrennte Dinge, manche sind dann ganz alleine, Tommy und ich sind eigentlich so
natürlich dann die ganze Zeit zusammen, aber ich finde das auch ganz schön, dass man da jetzt nicht die ganze Zeit so in der Gruppe ist, weil ich bin eh auch eine Person. Ich bin ja sehr introvertiert und wenn ich dann zu lange Zeit mit zu vielen Menschen zusammen bin, dann zählt das schon sehr an meiner Energie und deswegen finde ich diese Mischung gerade so cool, dass wir dann zwischendurch mal getrennt von den anderen sind, dann abends sich vielleicht wieder nochmal zum Essen treffen und das ist irgendwie gerade so ein richtig nicer Vibe. Fortune. So Leute, wir haben uns jetzt hier mal hingesetzt. Wir sind heute Morgen nach Asakusa gefahren. So, also ich glaube, man spricht zum japanischen Asakusa aus. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal den Sensoji-Tempel besichtigt. Und ich fand es auch richtig cool. Also auch diese kleine Meile davor, wo diese ganzen Shops waren. Es war sehr touristisch, aber ich fand es richtig süß, auch diese ganzen kleinen Dinge mir anzuschauen, die Souvenirs, auch der Tempel war richtig schön und wir haben dann uns einmal so die Zukunft vorhersagen lassen, beziehungsweise man konnte dann sehen, ob man schlechte, eine mittlere und eine gute Vorhersage bekommt. Ich hatte eine regular und Tommy hatte eine hervorragende. Wir sind dann noch so ein bisschen durch die Gegend geschlendert. Kevin hatte mir auch erzählt, dass hier so ein bisschen mehr auch Tokyo Old Town noch rüberkommt. Das war richtig schön. Und dann sind wir zum Sumida-Fluss, weil wir eigentlich uns hier nochmal so irgendwo hinschillen wollten. Und dann habe ich nochmal so einen Park auf Google Maps rausgesucht, der richtig, richtig schön aussah. Und jetzt ist hier einfach nur eine Baustelle. Wir haben uns jetzt hier aber auf die Bank gesetzt. Hier sieht es eigentlich auch sehr schön aus. Ich habe mir das hier noch heute Morgen gekauft. Das probiere ich jetzt mal. Was bedeutet das hier wohl? Kohlenhydrat 7,8, Ballaststoff 8. Das ist ganz lecker. Man schmeckt die Schokolade nicht so sehr raus, aber sehr weich. Leute, wir sind jetzt noch ein bisschen weiter gelaufen und hier war dann doch noch mal eine kleine Rasenfläche und einfach mit so einer schönen Aussicht hinter uns ist einfach der Tokyo Sky Tree. Das sieht so cool aus. Ich liebe das, wenn so in Großstädten so coole Parks sind und man dann aber im Hintergrund zum Beispiel so die Hochhäuser sieht. Also so im Grunde auch wie der Central Park in New York. Ach, was? Mit seinem Dickschädel eine ganze Aussicht verdecken. Ich habe übrigens dieses Buch hier mitgenommen. Das hatte mir Nicole vor längerer Zeit geschenkt. Ich hatte das damals schon mal angefangen und dann wieder pausiert, weil das so ein Buch ist, was auch eher so ein Slow Read ist. Und dann habe ich zwischendurch immer mal wieder reingelesen und ich dachte mir, jetzt ist eigentlich so perfekte Ort, um das wieder auszupacken. Drück mir die Daumen für Kakashi. Ich habe wohl Pizza bekommen. Wir wollten uns gerade so einen deftigen Snack holen und dachten uns, so ein Cheese Corn Dog ist geil. Und es ist so außen Kartoffeln, ebenso Fettkäse und so eine rote Soße dazu. Und dann haben wir das probiert und es ist einfach komplett voll mit Zucker. Das war unerwartet. So verwirrt. Eine interessante Kombi. Schmeckt ja. Ich bin so ohne Zucker geiler. Ja, ich auch. Ich hatte ja erzählt, dass es ja hier nicht so angesehen ist, wenn man beim Gehen isst. Und das kann man richtig gut auch so bei diesen Streetfood-Ständen beobachten. Weil ganz oft kaufen sich dann die Leute hier etwas und stellen sich dann einfach so neben den Stand und essen das erstmal und gehen dann erst weiter. Sehr interessant. So, wir sind jetzt vorhin zurück in die Unterkunft gegangen. Heute fühle ich mich irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe auch vorhin, als wir wir waren ja in der Takeshita Street heute und haben so die ganzen verschiedenen Läden mal getestet. Dazu kommt auch ein kleines Reel online und irgendwann hatte ich so das Gefühl, so, ich glaube, ich habe eine Periode bekommen und ich habe das schon richtig lange nicht mehr gehabt, dass sie mich so überrascht hat, weil normalerweise habe ich halt richtig PMS und merke so in verschiedenen Symptomen, dass sie halt kommt und dann bin ich meistens auch vorbereitet und diesmal hatte ich dann nichts dabei und ja, irgendwie habe ich mich dann den ganzen Tag auch dann nicht so gut gefühlt und wir hatten eigentlich geplant, heute Abend nochmal nach Shinjuku zu fahren. Das ist vor allem so ein Stadtteil, der sehr cool abends ist, weil da sind so richtig viele Lichter
Und wir wollten dann nochmal durch diese eine Gasse, wo es so Streetfood gibt. Da waren wir jetzt letztes Mal noch nicht, aber das, dadurch, dass das so ein sehr schriller Stadtteil ist, glaube ich, wird mir das heute nicht so gut tun. Und dann haben wir uns dazu entschieden, vielleicht einfach jetzt einen entspannten Abend mal zur Abwechslung zu machen. Und wir gehen jetzt gleich zu 7-Eleven und holen uns ein paar Snacks und was zu essen und schauen dann vielleicht einen Studio Ghibli-Film. Was reimt sich auf Snacks? Hä? Sex! Gestern waren wir ja beim Sensoji-Tempel und da war ja davor noch so eine Meile, wo man verschiedene Sachen kaufen konnte. Und ich habe mir einmal, beziehungsweise Tommy hat mir dieses kleine Lesezeichen aus Bambus gekauft. Das fand ich ganz süß. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass es vielleicht eine schöne Idee wäre, immer wenn ich irgendwo an einem besonderen Ort bin, mir ein Lesezeichen so als Erinnerung zu holen. Einfach, ja, fand ich ganz süß. Wir haben noch diese kleinen Katzen als Souvenir noch gekauft. Und dann haben wir noch diese Stäbchen geholt. Das waren so Stäbchen, die zum passend zum Geburtsmonat sind. Also die hier für den Januar und die hier für den Februar. Und dazu noch diese kleinen Hunde, um die Stäbchen darauf abzulegen. Also die liegen dann so und dann kommen die Stäbchen hier so drauf. So süß. Ich liebe so kleine Sachen. Hier gibt es übrigens einfach genauso wie so Kühlregale, Wärmeregale und diese Getränke sind einfach schon warm. Das ist so nice. Vor allem so im Winter stelle ich mir das richtig chillig vor, dass ich einfach direkt im Supermarkt irgendwie so ein warmes Getränk mitnehmen. Wir hatten jetzt hier bei den Instant-Ramen geschaut, ob wir eventuell was Vegetarisches finden, aber es ist wirklich gefühlt unmöglich. Zumindest haben wir jetzt hier nichts gefunden. Also wir haben die ganze Zeit versucht, alles hinten zu übersetzen, aber es ist immer irgendwas drin. Okay, wir haben jetzt eine Ausbeute. Zeigen wir euch gleich. So, unsere Ausbeute. Wir haben einmal zwei Pizza-Buns geholt. Das war das einzige, was bei den warmen Sachen Veggie war. Und da bin ich jetzt nur sehr gespannt. Zuerst haben wir die Frau gefragt, ob da Meat drin ist. Aber sie hat uns dann, glaube ich, nicht richtig verstanden, weil da stand eigentlich, dass das Veggie ist. Aber manchmal verstehen sie nicht genau. Also Englisch ist ja eh hier so ein bisschen schwierig. Da versuchen wir dann immer, weil Kevin hat uns zum Beispiel auch auf Japanisch so einen Satz aufgeschrieben, wo man dann fragen kann, ob da Fleisch oder Fisch enthalten ist, und das hilft auf jeden Fall schon sehr weiter, weil mit Englisch kommt man hier nicht immer so weit. Tommy hat sich hier noch diese Dinger hier, das ist so Brot mit irgendwie so Käse und sowas überbacken. Mit Zwiebeln noch. Zwiebeln, Käse, Mayonnaise, Mais und Mayonnaise. Ja. Also vegan ist hier auf jeden Fall noch mal schwieriger. Boah, vegan ist unmöglich. Es sei denn, man kocht selber. Dann haben wir wieder unsere Egg Salad Sandwiches geholt. Ich wollte eigentlich diesmal noch, die gibt es auch mit so Früchten. Also mit so einer Sahnecreme und Früchten dazwischen. Aber es gab die jetzt diesmal leider nicht mehr. Dann haben wir Pickled Cabbage und Cucumber. Also so Kohl und Gurke in so Sojasauce und Garlic. Hier nochmal Kimchi. Das habe ich noch mitgenommen, so richtig random, das ist irgendwas Süßes, also so Schokolade mit Erdbeerzeug drin. Safe mit Fleisch. Alles ist hier mit Fleisch. Was war das? Ah, dafür haben wir hier Schüsseln. Stimmt, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, da haben wir die Frau gefragt, was in dem Kühlregal vegetarisch ist, und sie meinte nur das. Ja, ich habe diesen Satz gezeigt, habe gesagt, no meat, no fish, hatte gesagt, hier kannst du nichts essen. Und dann ist die mit mir in ein Regal gegangen und hat gesagt, das. Aber ist das nicht das? Lux? Nee, das ist irgendwas anderes. Wir haben nämlich auch einmal in einem Restaurant hier Kartoffelsalat bestellt und da war dann auch plötzlich Fleisch drin. Wir haben halt vorher auch gefragt, ist da Fisch und Fleisch? Kevin hat sogar auf Japanisch gefragt und die haben gesagt, nee. Und dann war es doch drin. Und diese Chips. Und da ist sogar, glaube ich, nicht mal irgendwie so ein Extrakt drin. Ich habe extra nochmal hinten geschaut. Das sind so Chips mit Butter and Soy Sauce. Flavor. Hier wollen wir einen kleinen Taste-Test machen. Ich bin jetzt das hier. So sieht der Pizza-Bun aus. Probier du mal lieber zuerst. Der sieht krass aus irgendwie. Der macht mir Angst. Warum? Das ist wie so ein Bao-Bun. Der ist so weich. Ich will dich ja nicht spoilern. Ganz lecker. Aber könnte bei Füllung sein. Ja, sehr viel klebriger Bun. Tomatensauce ist sehr würzig. Ist lecker. Kartoffelsalat. Schmeckt wie Kartoffelsalat. Ja. Klassisch japanisches Essen. Ja, aber ihr wisst wohl oft Kartoffelsalat. Ja? Ja, bist ja jetzt in jedem Restaurant, wo wir waren.
Immer beim Mesakaya essen waren. Aber ist das typisch japanisch? Boah. Klingt crunchy. Boah, das ist irgendwie so knackig, dieser Kohl. Das wird immer crunchier. Die Gurken hier sind echt gut. Das ist so ein Running Gag jetzt geworden. In jedem Restaurant, wo es dann so Gurken gab, sind alle immer so, ich, da hier ist was für dich zum Essen. Das mag ich. Okay, das müssen wir noch testen. Das kennen wir schon. Kimchi ist ja eigentlich koreanisch. Ja. Ich schon, oder? Riecht nach Kimchi. Ist gar nicht so, wie ich Kimchi normalerweise kenne. Der ist eher süßlich und nicht so scharf. Mhm. Ist lecker, finde ich. Ja, ist lecker, aber mir fehlt die Schärfe. Ja, könnte ein bisschen. Immer Angst, dass am Ende doch noch Fleisch drin ist. Wir schauen jetzt übrigens doch keinen Ghibli-Film. Ich habe nämlich irgendwie keinen hier gefunden, beziehungsweise ich weiß nicht, wie die alle hier heißen. Und deswegen schauen wir jetzt die One Piece Realverfilmung. Die soll ja auch ganz gut sein, habe ich gehört. Heute war übrigens einfach meine Style in Spoke. See no difference. At least you didn't get your eye. I was aiming for it. That's the behind the scar. And you didn't earn this one. Okay, praktische Tüte. Ah, wieder verschließbar. Schnüffeltest. Mhm. Nie ganz lecker, aber nicht so mindblown. Nicht so meins. Jetzt? Kleine Küchlein. Mhm. Stimmt, das ist Kuchen. Schmeckt so ein bisschen wie so ein Lebkuchen. Ich dachte, das wäre Schokolade. Ist ja auch Schokolade. Ich dachte, das wäre so komplett Schokolade. Interesting. Irgendwie kommt mir das vertraut vor, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das sind so ein bisschen diese Lebkuchen-Vibes. Nur ohne das Lebkuchengewürz, weißt du? Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an Joghurette. Ja, ist auch. Ausgezeichnet. So Leute, wir sind gerade in Hakone angekommen. Hier wird morgen die Hochzeit von Kevin und Alyssa stattfinden. Das ist jetzt komplettes Kontrastprogramm zu Tokio, weil wir jetzt in so einer ländlicheren Gegend von Japan sind und wir sind auch gerade jetzt in unserem Zimmer eingecheckt und das ist so ein schönes traditionelles Hotel. Ich zeige euch mal unser Zimmer. Zwei getrennte Betten und dann sieht es hier, ist jetzt mit dem Gegenlicht so ein bisschen schwierig, aber so sieht es dann hier aus und dann haben wir einfach hier so eine richtig süße kleine Sitzecke. Hier ist dann so eine kleines Waschbecken. Hier ist die Toilette. Übrigens alle, also so ziemlich alle Toiletten hier in Japan sind ja immer mit so krassen elektrischen Sachen ausgestattet, wo man alles Mögliche machen kann. Und das hier ist dann die Aussicht. So sieht es hier aus. Einfach nur richtig schön. Wir haben auch endlich weiche Betten. In unserer letzten Unterkunft waren die Betten einfach so unnormal hart. Also es war wirklich so hart, als würde man auf dem Boden schlafen. Und mein ganzer Körper tat teilweise dann weh und hatte schon hier blaue Flecken an meinen Hüften. Aber jetzt können wir hier ein bisschen entspannen. Hier ist generell das Programm auch jetzt sehr, sehr entspannt. Also im Grunde haben wir eigentlich gar nicht so wirklich Programm. Wir haben jetzt überlegt, ob wir hier und so eine Shiatsu-Massage gönnen. Und danach wollten wir in so einen Onsen. Das sind ja hier diese warmen Bäder. Oder wie beschreibt man das am besten? Ja, so traditionelle japanische Bäder. Ja. Warme. Also es gibt einmal diese normalen öffentlichen Onsen. Das sind, wo alle, also Männer und Frauen getrennt, einfach sich das teilen. Aber wir wollten mal so ein privates Onsen ausprobieren. Ja, auf jeden Fall glaube ich, tut jetzt so ein richtig warmes Bad richtig gut. Kevin meinte auch, dass Japaner hier teilweise mehrmals am Tag dann einfach baden gehen in den Onsen, dass es hier so üblich ist. Und ja, das wollen wir hier auf jeden Fall auch nutzen. Und morgen ist dann einfach schon die Hochzeit und ich bin einfach so gespannt und aufgeregt, einfach auch meine Hochzeit in so einer ganz anderen Kultur zu erleben und dann auch die Zeremonie im Tempel und ich glaube, das wird richtig schön. Okay Leute, es geht jetzt für uns zum Onsen. Ich habe jetzt diese Yukata und darüber noch dieses Jäckchen. Dann ist ein Korb mit einem Handtuch drin und im Onsen werde ich natürlich nicht bloggen. Da genießen wir jetzt das warme Bad. Hast du unsere Socken gezeigt? Nee. Zeig unsere Socken. Nice. Wir hatten gerade unsere Shiatsu-Massage. War echt richtig nice. Also so eine Shiatsu-Massage ist nicht so
wie man es vielleicht von anderen Massagen kennt, dass man so geknetet wird, sondern so mit Druckpunkten. Also im Grunde haben sie die ganze Zeit nur auf unseren Körper gedrückt an verschiedenen Stellen. Das war so geil. Das hat echt richtig gut. Also ich glaube, von allen Massagearten, die es gibt, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, ist das mein Favorit. Das hat mir so gut gefallen. Aber, Freunde, kurzer Tipp. Wenn ihr eine Shiatsu-Massage macht, geht nicht kurz vorher Abendessen. Sie haben meinen Bauch rumgedrückt und hat dann so angefangen zu gluckern bei mir. Vor allem am Rücken und so tat das richtig gut. Nur am Po fand ich es ein bisschen schmerzhaft. Boah, ich fand das so geil. Echt, das tat richtig weh bei mir. Ich habe zwischendurch echt so Zähne zusammengebissen. Boah, ich fand das so nice. Normalerweise mag ich so Bein- oder Fußmassagen nicht. Aber das war, da habe ich mir gedacht, hör nicht auf. Mach einfach weiter. Nice. Guten Morgen. Wir machen uns gerade für die Hochzeit fertig. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg und dann geht es zu einem Tempel. Und ich bin schon so gespannt. Der soll auch hier an dem See liegen und ich glaube, das wird einfach wunderschön. Da gibt es ein ganz schlichtes, bodenlanges Kleid in so einem dunklen Blau. Eher so farbenfrohe Kleider rausgesucht. Und da hatte ich nochmal mit Alyssa geschrieben und sie meinte, eigentlich tragen die Gäste sogar eher schwarz oder so dunkle Töne wie Marineblau und so, weil es sozusagen so ein Zeichen dafür ist, dass man sich eben zurücknimmt und eben nicht der Braut und der Familie der Braut die Show stiehlt. Und dann war ich noch so, okay, schnell umplanen. Deswegen habe ich jetzt dieses dunkelblaue Kleid angezogen und werde darüber dann aber natürlich noch einen Blazer anziehen, weil im Tempel müssen dann die Schultern auf jeden Fall bedeckt sein und kein zu tiefer Ausschnitt. Und Knie müssen auf jeden Fall bedeckt sein. Und die Schuhe werden dann ausgezogen. Und da muss ich noch Socken mitnehmen, weil man zieht zwar Schuhe aus, aber man soll auch nicht barfuß in den Tempel. Deswegen packe ich mir dann noch Socken ein. Den nächsten Tag und checken jetzt gleich auch schon aus diesem Hotel in Hakone aus und dann geht's weiter nach Kyoto. Die Hochzeit war übrigens richtig schön gestern und irgendwie war es so surreal, dass wir einfach hier in Japan sind, um die Hochzeit von Freunden zu feiern und ich habe mich einfach so irgendwie auch, ich war einfach so dankbar, dass ich so Teil davon sein darf und dass ich diese Kultur so erleben durfte, weil ich finde gerade so bei Hochzeiten ist es irgendwie was total Besonderes, so andere Kulturen auch zu erleben. Es war ja wirklich eine sehr religiöse Zeremonie in einem Tempel und es war irgendwie total interessant zu sehen, wie diese einzelnen Schritte so vor sich gegangen sind und was auch die beiden so beachten mussten. Die hatten zum Beispiel so Wedel, die sie immer in so bestimmte Richtungen halten mussten oder dann wurde das über sie auch so geschwungen und dann war da auch eine Frau, die so einen Tanz aufgeführt hat und das war irgendwie richtig schön und ja, einfach mega cool, dass wir das so mit ihnen erleben durften. Und dann gab es eben noch so ein kleines Mittagessen danach zusammen, was auch richtig schön war. Dann gab es auch noch so kleine Spielchen, so ein Quiz, wo wir schauen konnten, wie gut wir die beiden kennen. Und was ich auch richtig schön fand, ein Brauch, da also das Brautpaar saß an einem separaten Tisch, sozusagen ja so mit dem Kopf zu uns und wir saßen dann als Gäste dann an anderen Tischen und ein Brauch ist es auf japanischen Hochzeiten, dass dann die Gäste nach und nach an den Tisch vom Brautpaar gehen, einfach ein paar Worte und Glückwünsche nochmal austauschen und was ich richtig cool finde, dem Brautpaar das Getränk nachfüllen und das soll sozusagen eine Geste dafür sein, dass man sich an dem Tag um das Brautpaar kümmert und das fand ich irgendwie richtig schön. Tommy ist gerade mit seinen Jungs noch hier im Onsen. Übrigens in den Onsen, da haben mich auch ein paar Leute gefragt. Normalerweise sind Tattoos da nicht so gerne gesehen und ich glaube, es kommt dann auch immer darauf an, in was für einem Onsen man ist. Die sind jetzt hier halt in einem Hotel und da sagt halt keiner was und das ist hier das Hotel ist recht leer, dass wir quasi unter uns sind. Ich kann aber nicht beurteilen, wie das dann wiederum an anderen Orten ist. Wir haben ja aber auch recht kleine Tattoos, die jetzt nicht direkt so auffällig sind, aber ja, da
das nur so im Hinterkopf behalten, dass das auf jeden Fall hier auch Thema ist, dass Tattoos in öffentlichen Onsen nicht so gerne gesehen werden. Aber ansonsten gibt es auch oft so private Onsen, wo Tommy und ich zum Beispiel auch drin waren, wo man dann einfach alleine oder zu zweit auch reingehen kann. Das ist auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt gerade noch im Onsen, obwohl wir jetzt gleich in 10 Minuten eigentlich auschecken müssen. Ich bin auf dem Hotelzimmer geblieben, weil ich jetzt schon fertig war und ich habe gerade noch einen kleinen Beauty-Haul abgedreht. Ich hatte nämlich ein paar Produkte hier gekauft. Ich kann euch mal auch ein paar schnell zeigen. Sag euch die mal schnell durchlaufen. Das ist eine Haarmaske, die sehr gehypt ist mit Reisserum. Dann sehr gehypt ist dieses Reinigungsöl. Das habe ich mega oft auch auf TikTok gesehen. Und dieses Serum mit Hyaluron. Das soll sehr viel Feuchtigkeit spenden. Da bin ich besonders gespannt auf diese, ich glaube, das ist eine Art Augencreme mit Whitening-Effekt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob da jetzt dieser Inhaltsstoff ist, der wirklich das aufhält oder ob es eher symbolisch gedacht ist, aber ich bin mal gespannt. Und dann habe ich hier noch eine Mascara, hier nochmal eine Haarmaske, ich glaube. Okay, Tommy ist zurück. Ich muss jetzt, glaube ich, auch schnell einpacken und dann checken wir jetzt aus. Herzlich willkommen hier. Ja, herzlich willkommen. Wir sind gerade in der zweiten Unterkunft hier angekommen, Kyoto. Und wie süß sieht das bitte aus? Matti, mach mal einen Trick. Grüßt euch, ne? Freut mich. Matti, Felix, wir sind ja hier zu viert unterwegs. Keine Rollen auf dem Tatami. Genau. Deswegen. Vorsichtig hinlegen. Das ist der Tatami-Boden. Wir haben da einen kleinen Bambusgarten. Was wolltest du sagen? Der Trödelmarkt in Kyoto wird jetzt hier aufbereitet. Felix packt jetzt sein ganzes Equipment hier aus. Ich zeige euch mal oben. Hier ist die Toilette. Toiletten sind hier immer krass ausgestattet mit ganz vielen Knöpfen, alles elektrisch. Po-Dusche, alles. Ist auch immer separat dann von Dusche und Bad. Dann geht's hier hoch. Und so sieht es hier oben aus. Richtig süß, die ganzen Details. Das ist meins und Tommys Zimmer. Wir haben jetzt so Betten auf dem Tatami-Boden. Ich bin mal gespannt, wie es sich darauf schläft. Aber auf jeden Fall sehr süß. Zurück in Tokio. Irgendwie habe ich in Kyoto gar nicht gevloggt. Ich fand es ein bisschen schwierig, neben den Mini-Vlogs auch noch diesen Vlog zu filmen. Aber ich nehme euch heute noch so ein bisschen hier mit. Wir sind gerade in Ginza. Und das ist jetzt schon so ein wunderschöner Stadtteil. Also das ist, glaube ich, hier so eher das Luxusviertel in Tokio. Aber ich liebe einfach diesen Vibe mit diesen Hochhäusern. Und dort hinten war der Park und das sah einfach richtig schön aus. Ich liebe einfach diese Kombination aus diesen krassen Hochhäusern und dann so Garten und Bäume. Und die Bäume sind hier einfach so schön. Und ach, wir suchen uns jetzt was zu essen. Thomas, der Fotograf. So, wir sind jetzt hier in so einem Vegan Place, die kann man mit so einem Tablet bestellen. Erstmal Englisch auswählen. Food. Boah, ich bin überfordert, das ist zu viel. Alles vegan, oder? Weiß nicht. Okay, wir haben jetzt hier schon mal so Tofu-Fritters. Das erste Mal, dass ich hier eine Gabel bekomme. Oh, jetzt bin ich wirklich krass japanisch hier. Ha. Lecker. Frittierter Tofu. Yeah. Okay, Burger sind jetzt auch da. Sieht auf jeden Fall krass aus. Beide ganz gut. Ich mag es nicht, wenn man diesen Sojageschmack zu sehr ausschmeckt. Leute, es ist so schön. Also ich muss sagen, Kyoto hat mir auch richtig gut gefallen. Es war eine richtig süße Stadt, aber in Tokio habe ich mich verliebt. Ich bin eh so voll das
Big City Girl. Ich liebe so große Städte und ich liebe es einfach auch, wie viele verschiedene Seiten man hier in Tokio findet. Einfach so diesen Großstadt-Flair und dann wieder diese Natur. Dieser wunderschöne Park hier mit diesem wunderschönen Teich. Ich würde hier immer hinkommen, mich hier hinsetzen und lesen. Das ist schön. Jetzt noch weiter weggeschmissen, jetzt noch weiter weggeschmissen als vorher war. Wir sind jetzt übrigens in Akihabara, das ist so der Stadtteil, der vor allem so für Manga, Anime, Cosplay bekannt ist. Und das ist einfach gerade so das komplette Gegenteil zu Ginza. So einfach so richtig bunt und schrill und es ist einfach so cool irgendwie. Jetzt geht die Zeit los. Oh. Ja, so extra. Wonach schmeckt es? Ich würde sagen, es schmeckt nach Waffeln mit Schoki. Das auf deiner Seite kommt es gleich raus. Ja, aber wie Pudding. Pudding? Es riecht auch wie Pudding. Bei Japan. Zurück in gewohnter Umgebung. Wir sind jetzt schon ein paar Tage wieder zu Hause und konnten mal die ganzen Eindrücke einfach mal sacken lassen, weil es war eine Menge und gerade wenn man jeden Tag aufs Neue wieder was unternimmt und alles so zack, zack, zack und so viele Reize, so viele Eindrücke, kommt man, finde ich, gar nicht während der Reise so richtig dazu, alles zu verarbeiten. Das ist einfach so viel. Und ich dachte, ich gehe jetzt zum Schluss noch so ein bisschen mehr in die Tiefe, in unsere Erfahrungen und vor allem, weil vielleicht auch Japan für einige von euch ein besonderes Reiseziel ist, was manche vielleicht auf ihrer Bucketlist haben, könnte es vielleicht interessant sein, was mir jetzt so am Ende einfach sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist oder vielleicht auch negativ. Ja, vielleicht ist das ja für manche von euch interessant. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, Japan hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich finde, es ist so ein schönes und vielfältiges Land und es gibt so viele Seiten, die man da erleben kann. Auf der einen Seite dieses Turbulente und ganz viel wie in so einer riesigen Großstadt wie Tokio, aber gleichzeitig auch wunderschöne Natur und ruhigere Gebiete und allein das kann man auch schon in Tokio selbst, also Tokio allein ist schon so vielseitig, dass man da schon diese verschiedenen Facetten erleben kann, aber wenn man dann auch nochmal in andere Städte reist, wo dann vielleicht auch die Natur mehr im Vordergrund steht und so, das ist einfach irgendwie so vielfältig und wirklich eine Reise, wo man unglaublich viele Facetten und Eindrücke auch mitnehmen kann. Was ich sehr schön fand, war, dass man in Japan sehr gemerkt hat, wie die Menschen vor Ort an ihrer Kultur festhalten, weil ich finde, es gibt mittlerweile viele Reiseziele, wo man dann auch merkt, okay, das ist jetzt sehr touristisch oder sehr verwestlicht und dass sich eben das Land, weil es halt irgendwie ein beliebtes Reiseziel vielleicht geworden ist, sehr auch so an Touristen anpasst und ihr Angebot demnach anpasst. Und ich finde, in Japan merkt man noch sehr, dass man sich eben als Tourist an die Kultur anpasst. Und das fand ich zum Beispiel richtig schön, weil ich finde, Reisen ist ja gerade so schön, wenn man eben andere Kulturen kennenlernen kann. Und natürlich gibt es dann vielleicht manchmal Dinge, die man selber so nicht gewohnt ist, weil man halt anders aufgewachsen ist. Und dann ist es vielleicht im ersten Moment irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem finde ich das so interessant, eben daran teilhaben zu können und das fand ich halt besonders schön einfach. Die Organisation vor Ort und das war vor allem in so einer Großstadt wie Tokio so interessant zu sehen und ich glaube deswegen kam mir Tokio gar nicht so too much vor, weil es ist natürlich sehr viel los und gerade an so Orten wie Shibuya Crossing, wo dann gleichzeitig hunderte von Menschen über diese Kreuzung laufen, denkt man sich erstmal so, wow. Es ist schon sehr viel und gerade so für introvertierte Personen natürlich auch, aber dadurch, dass alles irgendwie so organisiert abläuft in Tokio oder generell auch in Japan, kam es mir gar nicht so hektisch oder too much vor. Und damit meine ich zum Beispiel an Bahnstationen, dass Menschen wirklich da in ihrer Reihe stehen, sich hintereinander aufstellen oder an Rolltreppen, ich hätte da auch eine Story zu gemacht, an Rolltreppen wirklich sich in die Reihe
hintereinander aufstellen und nach auf diese Rolltreppe gehen. Und in Deutschland kennt man das einfach so an Bahnhöfen, wie alle so richtig schnell versuchen, irgendwie von allen Seiten auf diese Rolltreppe zu kommen und so Gedrängel und keine Ahnung was. Und das war irgendwie so eine Befriedigung zu sehen, wie es da eben funktioniert. Wir sind auch einmal, haben wir einen Aufzug genommen und dann ging der halt auf und da standen irgendwie schon so 8 Leute drin. Und die standen da einfach so in 3 Reihen hintereinander und ich dachte mir einfach nur so, das war wirklich schon fast, denkt man sich so, ist man hier irgendwie in einer Simulation, weil das irgendwie so reibungslos da abläuft, weil halt jeder sich irgendwie dran hält und das war so cool zu sehen. Was mir auch aufgefallen ist, dass in Japan sehr viel Wert auf so kleine Gesten gelegt wird, also wie man zum Beispiel gestikuliert oder was man mit seinen Händen macht. Ein Beispiel, was mir jetzt direkt einfällt, ist, wenn man zum Beispiel irgendwas kauft oder ja, wenn man zum Beispiel an der Kasse ist oder die einem was geben, dann geben die das immer mit 2 Händen, so. Und so soll man das auch entgegennehmen und das ist halt so eine Form von Respekt und Höflichkeit. Ich hatte davor schon einmal ein Video gesehen, wo das auch erwähnt worden ist, aber das selber nochmal zu erleben, fand ich irgendwie mega interessant und ich habe wirklich gemerkt, was für einen Unterschied das macht. Also wir hatten dann auch Situationen, da hatte ich zum Beispiel mein Handy in der Hand und habe halt gleichzeitig dann irgendwie bezahlt und dann das entgegengenommen und dann habe ich es halt nur mit einer Hand so aus Gewohnheit gemacht und im Laufe der Zeit habe ich halt immer mehr so versucht, darauf zu achten, meine Hände frei zu haben und das wirklich so mit 2 Händen entgegenzunehmen und ich habe wirklich in diesem Moment gemerkt, was für eine schöne Geste das ist. Das hört sich jetzt vielleicht so banal an, aber ich fand gerade diese kleinen Gesten, auf die man dann geachtet hat, waren irgendwie so schön, weil man damit so gezeigt hat, ich nehme mir jetzt gerade diese Zeit für diese Überbringung. Also ich nehme mir wirklich diese Zeit, dass du mir das jetzt gibst und schätze das, dass du mir das gibst. Und da ist mir das halt in so ganz vielen kleinen Momenten aufgefallen, dass Leute in Japan da halt sehr viel Wert drauf legen und das fand ich auch irgendwie richtig schön. Was auf jeden Fall negativ aufgefallen ist, war auch so der Plastikkonsum. Also sehr viel wird in Plastik verpackt, auch teilweise, wo man sich denkt, das ist schon einmal verpackt und dann verpacken die das irgendwie nochmal in Plastik und dann kommt das irgendwie nochmal in der Tüte und dann haben wir auch teilweise immer gesagt, we don't need a bag oder keine Ahnung was, um es halt so ein bisschen zu reduzieren, aber es ist schon sehr extrem noch in Japan. Und was mir auch aufgefallen ist, und das fand ich auch mega interessant, es gibt sehr, sehr wenig Mülleimer so in der Stadt. Also wenn man auch so durch Tokio läuft, es gibt so wenig Mülleimer. Wir sind teilweise, hatten wir dann unsere Flaschen irgendwie eine halbe bis Stunde einfach in unserer Tasche leer rumliegen, weil wir einfach keine Mülleimer gefunden haben, wo wir das halt entsorgen konnten. Und jetzt kommt aber der interessante Punkt, trotzdem ist es total sauber dort. Also es gab wirklich, ich glaube, es gab nur einmal einen Ort, wo ich dann mal habe so Müll rumliegen sehen. Aber ansonsten sieht man nirgendwo Müll rumliegen, auch keine Zigarettenstümmel, nichts. Die Straßen sind einfach sauber und das fand ich einfach so interessant zu sehen, obwohl es da im Vergleich auch hier zu uns in Deutschland sehr, sehr wenig Mülleimer gibt, behalten die Leute trotzdem den Müll bei sich, bis sie den eben richtig entsorgen können. Und hier sieht man ja überall immer irgendwo Müll rumliegen, was einfach nur schade ist. Und ich glaube, da ist es auch nochmal so, liegt das so in dieser Wertschätzung der kleinen Dinge. Die Toiletten in Japan, ich habe es ja auch jetzt in diesem Vlog, glaube ich, 1-2 Mal gezeigt, die sind einfach fast immer komplett ausgestattet. Also ich glaube, es gab nur einmal eine Situation, da war ich in so einem ganz kleinen Café auf Toilette. Da gab es nicht diese ganzen elektrischen Sachen, die sie so anbieten, aber sonst wirklich fast überall. Und Toiletten dort sind wirklich sehr sauber. Also egal, wo man hingeht, auch so, wir sind immer so random an irgendwelche Metrostationen da auf die Toilette gegangen und die waren halt immer so, also man hat sich da wirklich wohl gefühlt und ich finde, das ist auch noch in Deutschland so ein bisschen schwierig an öffentlichen Plätzen, nicht nur ein bisschen. Und das war schon next level und richtiger Luxus, weil man wirklich überall auf Toilette gehen konnte. Und es gab auch einfach so viele so witzige Funktionen. Es gibt einfach so oft an so öffentlichen Toiletten eine Privacy-Funktion, wo man einfach draufklickt und dann kommt irgendwie ein ganz lautes Geräusch oder irgendwie so eine Geräuschkulisse, falls man halt ja, nicht gehört werden will von anderen. Und sowas fand ich einfach, da merkt man einfach so, da leben die schon so ein bisschen in der Zukunft. Trinkgeld ist tatsächlich kein Thema in Japan. Das wird da einfach nicht so gemacht. Und das war auch am Anfang irgendwie sehr
komisch, dass man irgendwie die Rechnung bekommen hat und dann einfach ganz normal bezahlt hat, aber das ist da einfach so normal und die wollen das dann auch gar nicht annehmen. Also wir hatten einmal eine Situation, da wollte Tommy das irgendwie nochmal so aufrunden, um halt noch Trinkgeld zu geben und die waren dann so no, no, no und keine Ahnung was. Also ja, das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Dann, das haben wir auch schon so ein bisschen im Blog erwähnt, das Thema Englisch ist tatsächlich schon schwierig in Japan. Also es verstehen, ich weiß nicht, ob es am Verständnis liegt oder daran, dass sie es vielleicht auch sich da nicht trauen zu sprechen, aber es ist schon schwierig, auf jeden Fall auf Englisch zu kommunizieren und wir mussten schon oft mit der Google-App zum Beispiel arbeiten oder auch Menüs und Restaurants sind nicht immer auf Englisch übersetzt. Auch da mussten wir uns das dann selber übersetzen und dann eher mit zeigen und gestikulieren dann zeigen, was wir halt haben möchten. Ich würde sagen, es ist schon schwierig, aber es ist halt trotzdem irgendwie machbar. Also wir hatten jetzt nicht die ganze Zeit, also manchmal waren wir ja auch jetzt zum Beispiel mit Kevin oder Alyssa unterwegs, die halt Japanisch können und die haben dann für uns dann bestellt, aber wir waren halt auch viel alleine unterwegs und irgendwie kommt man da immer dann durch. Aber ich würde wie gesagt empfehlen, wenn es so bestimmte Sachen gibt, die euch halt wichtig sind, die einfach vorher vielleicht auf Japanisch zu übersetzen und dann den Leuten eher zu zeigen. Was ich sehr interessant fand, jetzt zum Beispiel in Tokio, die Bahn fahren nur bis 12 Uhr nachts. In Tokio, in so einer krassen Stadt, kommt man nur bis ungefähr 12 Uhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Und das hatte ich auch schon vorher davon gehört. Und als man dann vor Ort war und wir zum Beispiel mit unseren Freunden dann auch mal ein Abendessen waren oder da waren wir mal einen Abend in einer Bar und dann waren wir halt alle so kurz vor 12, waren wir schon so, okay, wann fährt die letzte Bahn? Und da hat man sich quasi erst so richtig da gemütlich gemacht und war halt in guten Gesprächen. Aber das Ding ist, Taxen sind jetzt nicht so günstig in Japan und deswegen, ja, haben wir dann immer versucht, irgendwie noch die letzte Bahn zu nehmen oder sonst halt zu Fuß nach Hause. Und das ist halt voll interessant, weil eben die Menschen vor Ort wirklich dann versuchen, die letzte Bahn zu nehmen. Oder man sieht halt viele Leute, die dann irgendwo schlafen einfach dort und halt auf die nächste Bahn warten, die dann vielleicht so um 5 Uhr morgens dann kommt. Oder die machen halt durch bis 5 Uhr morgens. Aber das fand ich irgendwie so crazy. Man denkt sich halt so gerade in so einer Großstadt wie Tokio, wo so viel los ist, also auch am Wochenende, so im Grunde musst du dann halt entweder bis 5 Uhr dann durchfeiern oder halt vorher irgendwie anders dann einen Weg nach Hause finden. Und dann noch ein Punkt, der mir auch sehr positiv aufgefallen ist, dass viel auch so auf introvertierte Menschen oder Menschen, die auch allein unterwegs sind, geachtet wird und dass gerade auch zum Beispiel in Restaurants ist es vollkommen normal, dass da eine extra Sitz-Area ist, nur für Leute, die alleine essen gehen. Also ganz oft ist es halt so und dann sind das teilweise auch so Plätze, die so abgetrennt sind, also dass man wirklich nur für sich dann da sitzt und das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich finde, das nochmal so signalisiert, ist es halt normal, alleine essen zu gehen und ich finde, hier, also ich habe das jetzt ein paar Mal schon gemacht und dann habe ich auch teilweise Nachrichten bekommen von Leuten, die halt meinten so, hey, cool, dass du das machst, ich würde mich das gar nicht trauen, weil ich finde, hier ist das noch so, wird das noch so als komisch abgestempelt, wenn man irgendwo alleine sitzt und das ist halt in Japan so normal. Also die Leute gehen da wirklich einfach dann da zu Mittag dann alleine kurz was essen, setzen sich in diese Reihe, wo dann diese Dinger sind oder manchmal auch gar nicht, aber die sitzen da halt dann so alleine, essen ihr Essen und gehen dann wieder und das fand ich halt irgendwie richtig cool, dass das halt auch so angeboten wird. Okay, und der letzte Punkt, oder das ist eigentlich so der einzige Punkt, der mich auch über die Reise hinweg gestört hat, ich glaube, ihr könnt es euch auch schon denken, ist die vegetarische Auswahl. Also ich wusste schon vorher, dass es schwierig wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das dann doch vor Ort so stören wird, weil ich mir halt gedacht habe, ja, irgendwie findet man immer was und das ist ja auch so, also wir sind ja jetzt nicht verhungert vor Ort. Wobei ich dann schon gemerkt habe, als wir zurück nach Hause gekommen sind, wie ich so den ganzen Tag irgendwie nur ans Essen denken konnte und so richtig viel das Gefühl hatte, irgendwie nachholen zu müssen, weil ich in Japan halt so viel zurückgesteckt habe. Und das Ding ist,
Wenn man halt wirklich vorher auch nach Orten sucht und sich da vorbereitet, dann findet man auch wirklich sehr coole Orte. Also wir hatten jetzt auch einige so vegane Ramen getestet, die mega lecker waren. Und es gibt schon auch Restaurants, die sowas anbieten. Man muss es halt nur sich wirklich vorher damit beschäftigen. Es gibt auch die Happy Cow App. Die haben wir aber persönlich jetzt irgendwie nicht so viel genutzt, weil dann halt auch oft nicht so typisch japanische Restaurants da drin sind. Und ja, ich denke mir dann halt so, wenn ich in Japan bin, dann will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt indisch essen gehen, was zum Beispiel auch da sehr oft mit drin war. Und das dann halt so ein bisschen, also ich glaube, was mich halt so ein bisschen gestört hat, war, dass man halt nicht so richtig diese Essenskultur miterleben konnte. Und das fand ich halt einfach so schade, weil natürlich das Essen, wenn man halt auf einer Reise ist, so einen großen Stellenwert auch irgendwie hat. Also zumindest für uns, also wir finden es halt so schön, dann diese Essenskultur zu erleben. Und es ist halt nun mal einfach so, dass in einer japanischen Essenskultur viel mit Fleisch und Fisch gekocht wird, allein auch in den Brühen. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel eine Ramensuppe mit Tofu bestellt, ist die Brühe halt meist trotzdem mit auch Fisch- oder Fleischbasis. Also da muss man dann halt auch darauf achten, wenn es halt einen stört. Und das gehört einfach eben zu ihrer Küche so dazu. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch nochmal was anderes gewesen, wenn wir jetzt in einer Gruppe gewesen wären, wo alle Veggie gewesen wären, weil dann hätte man gemeinsam dann immer nach coolen Spots gesucht. Ja, das ist dann halt so ein bisschen schwierig natürlich, wenn man dann halt die ganze Zeit zurückstecken muss und nur Gurken so gefühlt essen kann. Und es war tatsächlich auch schwierig, wenn man sich einfach schnell was auf die Hand holen wollte, also auch in so einem Convenience-Store. Gegen Ende konnte ich diese Egg-Salad-Sandwiches auch nicht mehr sehen. Es war dann so, ich wollte einfach was anderes oder was Richtiges essen und es ist irgendwie so, man hat sich halt so schnell an Sachen auch satt gegessen, auch diese ganzen süßen Sachen. Ich habe so viele Donuts und so viel Kram gegessen, weil immer wenn wir halt irgendwas schnell auf die Hand holen wollten, war das irgendwie so die einzige Option, auf diese süßen Sachen eben zurückzugehen. Und das war tatsächlich schon so ein bisschen sehr frustrierend vor Ort und ich glaube, das ist auch so der einzige Punkt, der mich jetzt davon abhalten würde, jedes Jahr wieder dahin zurückreisen zu wollen, weil abgesehen von dem Essen fand ich es halt einfach so toll. Also ich habe mich wirklich so in dieses Land verliebt und diese Kultur und habe da jetzt irgendwie nochmal mehr so eine, weiß nicht, so eine Verbindung. Wenn ich das jetzt irgendwo so sehe, dann ist es so richtig so, ach, da war ich und man hat irgendwie so eine Connection dazu und ich würde mir wünschen, dass vielleicht in ein paar Jahren, gerade in so einer Großstadt wie Tokio, dass vielleicht auch nochmal das Angebot ja besser ausgebaut ist und man dann in ein paar Jahren das nochmal anders erleben kann. Aber ja, das kann ich nur so als Erfahrung von mir mitgeben. Man verhungert da nicht, irgendwie kommt man durch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so denkt, ach, hier ist das Paradies für vegetarisch oder vegan. Aber ja, trotzdem einfach total dankbar für diese Erfahrung, dass wir diese schöne Reise machen konnten, auch mit Tommys Freunden, dass wir Teil von dieser wunderschönen Hochzeit sein konnten, dass wir das halt einfach erleben durften. Und das ist auf jeden Fall so eine Reise, die sehr im Gedächtnis hängen bleibt. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt nochmal sehr gequatscht, aber vielleicht war es für Leute, die dann nochmal tiefer in die Materie, was Japan angeht, gehen wollen, nochmal ganz interessant. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wie gesagt, auf Instagram und TikTok hatte ich euch nochmal mehr da auch gezeigt, was so die Aktivitäten angeht, auch was so Spots angeht. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr euch da vielleicht noch ein bisschen Inspiration holen wollt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich wie immer über euer Feedback oder einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!